Gewicht. Ah, Vorsicht, noch heiß! Wir müssen da durch. Ich mach das. Ich habe mal mehrere Rotationen lang von draußen ein gut geschütztes Ziel durch ein Schiff verfolgt. Wieder in ein Loch. Toll! Du magst Löcher. Mist, Riesenroboter! Ich hasse diese Dinger, falls das wirklich ein Roboter ist. Was soll das tun? Er läuft mit Glaubensenergie, richtig? Und die kommt von Personen. Hoffentlich visieren diese Monster nicht die Käfer-Lady an. Wenn welche kämen, hätte sie wahrscheinlich schon gesehen. Für eine alte Maschine ist das Ding ziemlich hart. Die Lösung ist einfach. Wir müssen ihn zuerst ausschalten. Sie werden weiter. Machen wir kurzen Prozess mit ihnen. Unsere Schläge sind wirkungslos. Ich würde diese Flagge lieber von der Milano aus behaken. Ich werde nie verstehen, wie du dich auf Maschinen verlassen kannst. Super, der Große sieht jetzt Sterne. Pack deine Smartbombs aus! Ich bin echt froh, dass die Monsterkönigin auf uns aufpasst. Ist sie nicht wunderbar? Als Lady Hellbender dein Gerät zurückgegeben hat, hat sie da meinen Namen erwähnt. Oh Mann, ich glaube, ich muss mich übergeben. Wenn ich mir das ein oder andere wirklich kaufe, dann können wir uns darauf ihn runterzuholen. Ich hatte gehofft, ihr könnt hier durchatmen. Nein, diese Typen wollen dafür sorgen, dass wir nie wieder atmen. Sogar sie ihre Grenze. So leicht lasse ich mich nicht besiegen. Ich werde immer dein Wingman sein. Jag sie hoch! Tritt und schlag einfach okay, weiter, Trent! Ich komme! Lasst uns kraftvoll weitermachen! Wirf es, Trent! Wieder ein Kultist bezwungen! Du sollst nicht trauern, sondern kämpfen! Glaubst du wirklich, in den Dingern stecken Leute? Es wäre nicht das Merkwürdigste, was uns begegnet ist. Unheimlich sind sie so oder so. Kommt, wir müssen wieder rauf, um Warlock zu erreichen. Falls wir das hier überleben, sollten wir Lady Hellbender ins Team einladen. Wir haben auf dem Schiff keinen Platz für sie. Sie ist mindestens 3 Quills groß. 1,5 Quills. Höchstens. Ihre Rüstung allein wiegt bestimmt 6 Quills. Wisst ihr was? Lasst uns abstimmen. Laden wir Lady Gymnastikanzug ein? Nein? Ja. Nein. Achtung! Hallo, Frau Flach. Gut gespielt, das war unerwartet. Schicksal ist uns heute. Wir wurden nicht in die Leere hinausgesaugt. Weil Raker die Schwerkraft nicht ausgeschaltet hat. Hoffentlich ist er so mit dem Ritual beschäftigt, dass er nicht daran denkt. Sind wir sicher, dass Warlock auf der ganz anderen Seite ist? Ja, solange wir vorrücken, sind wir auf dem richtigen Weg. Wir haben eine Bestimmung. Wir werden hier nicht sterben. Falls doch, werden wir Ultaz sehen. Korrektur, ich werde Ultaz sehen. Der Rest von euch landet in dem heidnischen Paradies, an das ihr jeweils kommt. Wohin gehst du, Quill? Ich folge meinem Bauchgefühl oder so. Vielleicht kommt Lady Hellbender bei der letzten Schlacht gegen den Magus dazu. Ich habe das Gefühl, sie hat alle Hände voll zu tun. Sie hat große Hände, starke Hände. Ja, schon klar. Da wir Fug besiegt haben, sollten wir auch auf andere würdige Bestien Jagd machen. Groot sagt, auf Planet X gibt es ein echt unheimliches Monster namens Goom. Ein starker Name für ein schreckliches Monster. Der legendäre Goom. Könnten wir zuerst das mit Magus klären? Ich
würde dieses Schiff zu gerne konfiszieren. Klar, es ist renovierungsbedürftig, aber das wär's wert. Bis das Ding lackiert ist... Ich würde Cammy vermissen. Es gäbe bestimmt ein Plätzchen für sie. Wo zum Flak geht er jetzt wieder hin? Das nennt man Auskundschaften, okay? Es ist schade, dass Lady Hellbender zu Zeiten des Galaktischen Kriegs noch keine derartige Armee hatte. Sie hat ihr Vermächtnis geschafft. Wir können von Glück sagen, dass wir sie jetzt haben. Ja, und wir sollten sie nicht verärgern. Das war's, wir haben es fast geschafft. Bist du das da drin? Da. Spasibo, Wächter von Galaxien, für Hilfe das Kosmo-Versprechen verschmäht. Er jagt nicht länger Stöckchen, was ist Schlange. Und guck, Kosmo bringt mit Noel. Ja, schon geschnallt. Und Familie, sagt Privet, meine Bubsis. Ah, Kumpel, schön dich wiederzusehen. Ha! Kosmo ist ganz so viel nerviger Flo. Du denkst nur, Flo ist weg, aber plötzlich erbeißt dich in den Arsch. Er ist so ein guter Junge. Nicht. Cosmo ist bestes Junge. Jetzt wir geben diese Hirnflöhe solche Biss, wie sie verdienen. Zum Angriff! Ich hatte keine Ahnung, dass Nowhere Todesstrahlen verschießen kann. Klasse. Und der Hund hat seine Pfote auf dem Atomknopf. Ich muss wohl in Zukunft netter zu ihm sein. Wie enden wir nicht als Monsterfutter? Bestien werden oft von Strahlen in natürlichen Farben wie... Wir sollten in Bewegung bleiben. Das tun wir. Dann sollten wir das schneller machen. Jeder von euch könnte in der Schlacht an der Seite der Größten meines Volkes stehen. Das hört man gern. Ihr würdet als Erste sterben, aber wegen eurer Bemühungen unvergessen bleiben. Wahrscheinlich ist es gut, dass wir Warlock noch nicht gesehen haben. Stimmt. Er hat das Versprechen wohl nicht angenommen. Dann hätte er uns bereits angegriffen. Laut genug waren wir ja. Sorry, Leute, aber ich muss... Das ist ein legendärer Moment. Rhapsoden werden noch in Generationen davon singen, als die Wächter der Galaxie und Lady Hellbender... Ich habe euch gewarnt. Ich konnte es nicht halten. Das wird eine interessante Strophe für das Lied. Sobald wir in dem Felsen sind, werden wir uns wohl wieder mit dem großen Einiger auseinandersetzen müssen. Wir werden ihm auf die Zähne steigen. Ich habe erst einen von seinen Armen. Ich will unbedingt meine Sammlung vervollständigen. Moment. Was war das? Eine Minute, er ist gerade durch den Weltraum geflogen. Oh, Flak! Zieht eure Körperteile ein. Welche Teile? Alle. Mir gefällt das nicht. Körper, na
natürlich. Dir macht das Spaß. Achtet auf Trümmer. Zum Glück ist meine Haut so strapazierfähig. Hoffentlich zerreiß ich mir nicht die Hose. Nur Loser tragen Hosen. Hoffentlich landen wir auf festem Boden. Fall nicht von der Kante, fall nicht von der Kante. Seht ihr, wie schnell ich bin? Das war mal was. Doch, bist du. Wow, das Tracker-Signal ist hier drin viel stärker. Wir nähern uns. Rakers Schergen werden es uns bestimmt nicht leicht machen. Wir sind hier wegen Adam Warlock. Kommt ihn zu uns, dann lassen wir euch gehen. Sie hören nicht zu. Jemand muss den Tracker von Warlocks Backen entfernen. Die Dinger sind nicht billig. Auf keinen Fall. Zwei Fliegen mit einer Klappe? Das würde sie nicht tun. Diese Tunnel brauchen eine ordentliche Wasserreinigung, wenn ihr mich fragt. Während der Kult noch drin ist. Stattdessen wird eine altmodische Kampfaktion reichen müssen. Aufpassen! Rocket! Volles Programm! Behaltet die Seiten im Auge! Da gibt's viele Ecken und Winkel! Feindlinge! Stellt euch wie Krieger! Wacht auf! Ihr werdet getäuscht! Du kannst sie da nicht rausholen, Drax! Ich hab nur versucht, ihn aufzuwecken! Diese verwirrten Seelen wissen nicht, was Schluss ist! Unsere Glück verdammt, ist die Zukunft. Sie ist merkwürdig, aber wir schulden ihr eine Menge. Wenn Sie den Markus diesmal nicht aufhalten, ist alles vorbei. Der Markus wird sein Vordringen bereuen. Was jetzt, Peter? Noch mehr Kombatanten, Peter Quill. Willst du denen auch gut zureden? Das bringt nichts. Schaltet sie aus. Sind wir sicher, dass das der Weg zu Warlock ist? Vertraue auf Warlocks Full Tracker! Wacht auf! Wir werden getäuscht! Tja, so einfach wird es nicht sein, Drax. Leute, ich werde jemanden brauchen, der den Bootracker von Warlock zurückholt. Ohne mich! Rücken wir weiter vor. Das Signal kommt aus den Tiefen der Mine. Gute Frage. Wenn wir das Ritual wieder im Blickfeld haben, was machen wir dann diesmal anders? Gnadenlose und übertriebene Gewalt. Perfekte Antwort. Schwer zu glauben, dass die Kirche aus ein paar Bergleuten entstanden ist. Ich wünschte, sie wären beim Graben geblieben. Zeig's ihnen, Bruce! Jemand sollte diesen Ort überfluten. Am besten mit Flohwasser. Dann ginge hier der Spaß flöten. Zu ihnen, Drax! Sei nicht traurig, blas ihnen weiter ihre Mistlichter aus. Dieser Riesenroboter kann wirklich viel leisten. Sie verwenden diese wertvollen Metalle für die Glaubenstempel. Ich wünschte, wir könnten einen Teil von dem Erz mitnehmen. Niemand wird mit dem Mist handeln, wenn es die Kirche nicht mehr gibt. So riskant. Ich fürchte, ohne die Insektenfrau wären wir verloren. Sie darf gern weiterhin unseren Space retten. Dieser Gegner wird nicht so einfach fallen. Gamora, erledige sie! Das ist unsere letzte Chance, den Magus aufzuhalten. Alles oder nichts! Wir wurden hierfür geboren! Das sagt schon der Name unseres Teams! Ich
Leute, achtet auf Hinterhalte! Wer sich an uns ranschleicht, wir brauchen eine Waffenaufpause, Groove! In den Hals. Bereit! Unsere Gegner halten sich nicht zurück! Sie glauben, wir verwehren ihnen das Paradies! Gesetzte Aneignung im Freiraum! Wenn du unprovoziert angegriffen wirst, darfst du die Kriegsbeute behalten! Das haben sie definitiv provoziert! Sie haben uns zuerst provoziert! Oft sogar! Hat jemand ein schlechtes Gefühl, die Idioten umzulegen? Ich nämlich nicht! Es wird Zeit, dass jemand eine Klinge spürt! Fühlt sich an, als würde ich schon Stunden auf diesen großen Bot schießen! Konzentrieren wir uns darauf, ihn runterzuholen! Ja. Was jetzt, Peter Quill? Treibt ihn zusammen, Groove! Jemand muss den Tracker von Warlocks Backen entfernen! Die Dinger sind nicht billig! Ohne mich! Du bist dran, Großer! Packen und ziehen, Groot! In Ordnung! Das war der Arm! Zeit für das schwere Geschütz! Kleingehacktes Gemauer! Meine Knöchel können seinen Metallpanzer nicht knacken! Dann versuchen wir mal, diesen Ding Schaden zuzufügen! Gute Idee, Kumpel. Wenn wir Erfolg haben, müssen wir danach zurückkommen und unseren Frachtraum füllen. Wir verkaufen das Erz auf dem Schwarzmarkt. Bezahlung für ordentliche Arbeit? Für mich klingt das fair. Also, den Sprung schaffen wir nicht. Peter kriegt das hin. Wirklich? Peter Quill besitzt magische Waffen. Sicherheitsinspektor, zeigt eure Ausweis, damit wir sie überprüfen können. Fred, du musst das schnell machen. Ungefähr so. Sicherheitsinspektion. Peng! Nicht bestanden. Diese Fanatiker verstehen nur Gewalt. Peng! Du hast die Sicherheitsinspektion nicht bestanden. Sie sind tot, Drax. Stimmt. Du weißt, was zu tun ist, Quill. Mir stellen sich die Fellhaare auf. Hier ist viel mehr Energie als im Cortex. Diese alte Werkbank ist zwar verkrustet. Bereiten wir uns auf das große Spiel vor, Rocket. Wir müssen klug vorgehen. Das könnte unsere letzte Chance sein. Wenn ich für jede Minute mit deinen Flag-Ideen verschwendete Zeit auch nur okay. eine Unit bekäme. Ich glaube, ich bin bereit fürs Finale. Geht mir genauso. Was zum... Hey, seht mal, sie empfangen den Adam-Warlock-Kanal sogar hier draußen. Apropos Goldlöckchen, er müsste direkt auf der anderen Seite dieser riesigen Mörderbot-Armee sein. Kann doch nicht dein Ernst sein. Sie haben das Ganze mit einem Glaubensschild abgeriegelt. Meinst du, wir können ihn ausstecken, so wie auf Nowhere? Ein Versuch ist's wert. Stoßen wir durch, Leute! Ich will den goldenen Gott nicht warten lassen! Wer hätte gedacht, dass es so viel Spaß macht, Kultisten zu klatschen? Festnageln, Groot! Achtung! Der da wurde verbessert! Den nächsten Boost will ich! Diese Jungs hier waren wohl nicht eingeladen! Hoffentlich fühlen sie sich nicht ausgeschlossen! Das Ritual sein, oder? Warlock wird uns führen, falls wir ihn finden. Flach! Wie lange bauen die denn schon Roboter? Ich frage mich, ob es noch weitere Räume mit diesen Dingern gibt. Finde sie fest, Groot! Tu ihn weg! Wo ist Warlock? Sollte er nicht hier drin sein? Dieser Ort erinnert mich an die Halbweltfabrik. Ich hasse ihn. Jag sie hoch, Rocket! Wir brauchen eine Verstaufpause, Groove!
Leg los, Rocket! Na toll! Eine riesige Psycho-Roboter-Fabrik! Jetzt können wir die Kräfte, wenn die Springer alle aktiv werden. Ach, zeig deine Ätne, Groot! Wir sollten Ranger bald finden, sonst ist das alles sinnlos! Warlock-Tracker schlägt massiv aus! Ich wette, er kann uns sagen, wo wir den Krieg finden. Dieser große Roboter ist ein ernstes Problem! Etwas Unterstützung, bitte! Peter! Steh auf, Großer! Hilfe! Kinder! Rex! Oh, Sie Mist! Habt den Lager, ich komme! Sie dürfen ihn nicht konvertieren! Wo ist Warlock? Sollte er nicht hier drin sein? Wenn diese Typen eine Gefängniswache sind, muss man große Angst vor ihm haben. Hey, Quill! Willst du ein Feuerwerk sehen? Wir müssen diesen Glaubensschild durchdringen. Wir vergeuden Zeit! Meine enorme Stärke wird zu wenig eingesetzt. Wieder einen Kultisten ausgeknipst. So bringt man sie auch in die Kirche. Nein, sie wachen auf. Gar nicht gut. Hier bauen sie also die großen Jungs. Ihr könnt wirklich nicht festsitzen, wenn diese Dinger alle aktiv werden. Wir müssen vorrücken. Ich bin bereit. Du hast dich mit dem falschen Tethianer angelegt. Fühlt sich an, als würde ich schon Stunden auf diesem großen Bock schießen. Das Ding ist zäh. Wir müssen mit allem draufhalten. Überraschung. Mach Aufschnitt aus ihm. Lass ihn runter, bevor ich wieder einen Augapfel raushabe. Rakers Gemeinde hat gerade ein Mitglied verloren. Gamoras erstes Gebot. Du sollst zustechen. Tritt und schlag einfach weiter, Drax. Ich komme. Diese Flachnase saugt meine Schüsse förmlich auf! Aufpassen! Alles für dich, Rocket! Das ist deine Chance, eine Frau in Nöten zu retten, Quill! Tief durchatmen! Hilfe ist unterwegs! Dieser Ort erinnert mich an die Halbweltfabrik. Ich hasse ihn! Das klingt von deinem Zorn stark, Felband! Das ist ein großer, böser Drecksroboter! Groot! Diese Jungs hier waren wohl nicht eingeladen! Mich stört das nicht! Diese Todesbots dürfen gar nicht draußen sein! Ein Flieger verschwendet keine Zeit mit dem Abgehen-Maschinen! Keine Sorge, wir verraten keinem! Dieser Riesenroboter kann wirklich viel einstecken. Der hindert meine Sicht. Bin gleich bei dir, Großer. Wir müssen diesen Glaubensschild durchbringen. Wir vergeuden Zeit. Da steht doch mein Name drauf. Der Nager benötigt unsere Unterstützung. Wo ist Warlock? Sollte er zerquetscht in der Nähe sein. Wir müssen die Erfüllung verhindern. Halt durch, Rocket. Das sollte hier so laufen wie beim Cortex, oder? Wir müssen die Stecker ziehen. Ja, aber erst brauchen wir Zugriff. Ich bin bereit zu zerstören! Böse Magie! Der Zauberer heilt die anderen! Das ist das Gegenteil von heilen! Das sollten wir mit ihm machen! Der listige Kirchensanitäter macht die Sache echt kompliziert! Der Schatane muss sofort erledigt werden! Hofjagd, Rocket! Ein Krieger verschwendet keine Zeit, solange der verflagte Schaufelstudio im Weg ist. Stecken wir sie aus, Stück für Stück. Der Krieger da ist angefüllt mit Stärke zurück. Dabei willst du nicht im Weg stehen. Gamora, zeig sie! Schon dabei! Wir müssen in der Nähe des Rituals sein, oder? Und von Nikki. Diesmal lassen wir sie nicht im Stich. Wo ist Warlock? Sollte er nicht hier drin sein? Wenn diese Kriminelle Gefängniswachen sind, muss Raker große Angst haben. Will, wir müssen haben. Das Ding aufstecken! Ich arbeite daran! Arbeite schneller! Ich weiß, dass es viele sind. Konzentrieren wir uns auf diese aktiven
versuchen, uns umzubringen. Und jetzt bei dem anderen nochmal und dann sind wir drin. Was jetzt, Peter Quill? Durchhalten! Was jetzt, Peter? Los, Leute! Alle Mann hier rein! Moment, ich hole uns eine Drohne runter zur Goldbacke. Haltet euch gut fest! An der Drohne, nicht den Backen! Großer Mist! Alle runter! Kommst du endlich zur Konfrontation mit dem Angeketteten, ihn zu strafen für seinen steilen Sturz? Halt doch einmal den Mund! Ich hab freies Schussfeld. Lass es! Wir können von hier oben keinen Kampf riskieren. Du tauchst am Vorabend unseres Aufstiegs hier auf. Weshalb? Um uns ein weiteres Mal alles zu nehmen. Was habe ich je genommen? Meinen Glauben. Und nicht nur meinen. Du hast deine Herde verlassen. Dieselbe Kirche, die wir aufgebaut hatten. Wir glaubten, unser Gott sei tot. Und mit dir jede Hoffnung, die Verlorenen zurückzubringen. Ich dachte... Du hast mir meinen Sohn versprochen. Ich versprach nur Verbundenheit. Du suchtest Sklaverei. Meine Fehler waren vielfältig, aber dein Fieber ist nicht darunter. Genug! Genug jetzt! Das wahre göttliche Gefäß wartet. Du bist nur eine Hülle, ein verblasster Schatten. Aber selbst du wirst das Licht spielen. Hör doch her. Halte inne mit diesem Horror. Raker! Wächter, brecht meine Bande. Raker richtet rastlos sein Restaurationsritual aus. Rocket, kannst du ihn da rausholen? Wenn's denn sein muss. Lass mich raten, Rakers Macht war mörderischer, als mancher meinen möchte. Wen schert schwadronieren über schwindende Chancen, Tochter von Thanos? Bald flutet falsche Frömmigkeit die Raker-Brut und mästet den Moloch. Nein, das wird nicht passieren. Dem schieben wir gemeinsam einen Riegel vor. Richtig? Richtig. Okay, Leute, dann wollen wir mal. Wohl anrecken. Wer wartet, wird welk. Ich könnte ihn wieder anbinden. Was meinst du? Klingt verlockend. Falls der Magus Form findet, wird seine grenzenlose Gier die Schöpfung geschlossen schlucken. Außer du schluckst den Magus zuerst. Eine voreilige Vereinfachung. Wir müssen die Entität entfernen, die das Mädchen malträtiert. Aber wie viel von Nikki wird übrig bleiben? Falls ihr Licht lebt, verbleibt es verloren. Teil eines tatenlosen Traums. Eines angenehmen Traums. Drax war dem Versprechen erlegen und wir haben ihn... Ich bin Quill, hier geht's ums Ende der Welt. Schon vergessen? Los, lauf! Oh, Locket! Ihr kommt gerade zur rechten Zeit, das Wunder zu erleben. Großer Einiger, ihr vermögt sie doch zu halten, auf dass sie Zeuge werden? Sicherlich. Mm-hmm.
Herrin! Verwindet den Schmerz! Erfüllt das Versprechen! Monster! Mantis! Mantis, wo? Ich zieh dir die Haut ab! Groot, versuch, ob du... Peter! Peter! Wir können sie retten! Kannst du mich hören? Sie braucht deine... Du bist fast da! Konzentrier dich auf mich, Peter! Hör nur auf meine Stimme! Du musst mich finden! Du kannst sie noch retten! Peter! Hier drüben, Peter! Folge meiner Stimme! Sie braucht deine Hilfe! Komm zu mir! Komm zu mir! Es ist der einzige Weg! Hör nur auf meine Stimme, Peter! Hier drüben! Finde die Quelle! Ich bin bei dir! Ich bin direkt bei dir! Es ist nicht zu spät! Mickey muss die Wahrheit erkennen! Sie ist der Schlüssel! Innerlich ist sie noch ein Kind! Ich bin hier! Spür meine Präsenz! Finde mich! Ich bin in dem Stein, Peter. Komm zu mir. Ja, ich kann dich spüren. Konzentrier dich weiter auf mich. Sie braucht deine Hilfe, Peter. Dad. Dad. Huh? Komm schon, steh auf. Wir haben nicht viel Zeit. Wir müssen alles vorbereiten. Mom kommt gleich heim. Mickey, wa... Kein Wunder, dass sie das unbedingt will. Wir sehen so glücklich aus. Ich bin bald wieder bei dir, Mädchen. Wir müssen nur zuerst die Galaxie retten. Schlechte Imitation. Miserabel genäht. Unfassbar, dass ich das beim letzten Mal nicht durchschaut habe. Du bleibst hier. Ich rufe dich, wenn ich dich brauche. Das ist so abgefahren. Wie kriege ich Niki dazu, dass sie es sieht? Endlich! Du musst mir helfen. Mom kommt gleich zum Essen. Das soll alles perfekt sein. Oh, Niki... Ihr Geburtstag. Der ist heute. Hast du ihn wieder vergessen? Dad? 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 Du wolltest okay. mir helfen, Mom zu überraschen. Das klingt jetzt vielleicht etwas komisch. Toll. Hilfst du mir, alles aufzubauen, wie wir es gestern besprochen haben? Ich brauche nur Hilfe mit dem Holoprojektor und dann mit dem Kuchen und dem Geschenk. Ich will nur, dass alles perfekt ist, wenn sie nach Haus kommt. Niki... Ich bin gespannt, wie toll du mich findest, wenn ich diesen Albtraum zerstört habe. Okay, Niki? Was, wenn ich dir sage, dass nichts hiervon real ist? Natürlich nicht! Er ist falsch eingestellt oder so. Übernimmst du das mal? Ja, okay. Das ist immer noch ziemlich cool. Es ist toll geworden. Hätte nie gedacht, dass ich es hinkriege.
Apropos krank. Ja, es ist Hala und sein Sternensystem. Mit allen Monden, glaube ich. Es ist wunderschön, Nikki. Also, dann bleiben nur noch der Kuchen und das Geschenk. Kommt dir nichts davon merkwürdig vertraut vor? Nein, ich habe ihn vom Bäckerplaneten bestellt. Okay, der Teil war immer seltsam. Nein, ich habe ihn gebacken. Jetzt brauchen wir nur noch Moms Geschenk. Ich glaube, es ist in meinem Zimmer. Herzlichen Glückwunsch, liebe Nikki und Peter. Was soll ich nur machen? Hast du es gefunden? Ja. Okay, legst du den anderen. Sehr gut. Das Geschenk. Leg es auf den Tisch. Spielt irgendwas, was ich hier sage, eine Rolle? Wir haben es besorgt. Auf Nowhere. Weißt du noch? In der Künstlergasse, wo wir waren. Mit dem Gemälde, das hier so gefallen hat. Von Grilla? Das beantwortet wohl meine Frage. Können wir jetzt vielleicht reden? Ich glaube nicht. Wie sieht es aus? Sieht aus, als steckst du knietief in diesem Versprechen. Danke, Dad. Ich hab dich lieb. Oh, Mann. Peter, mach die Tür auf. Das ist Mom. Ich sorge dafür, dass alles perfekt ist. Du öffnest die Tür. Öffne die Tür! Okay. Ich bin bereit. Lass sie rein! Dad! Oh, Corell. Ich wünschte, du wärst jetzt hier. Ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Warum öffnest du Mom nicht die Tür? Unüberwindbare Schwierigkeiten trifft's. Wie dring ich zu Nikki durch? Mann, bin ich froh, dich zu sehen. Da drin geht's drunter und drüber. Nikki ist in einer Schleife und hört mich nicht. Wir müssen irgendwie zu ihr durchdringen. Peter. Ich weiß, wir brauchen einen Plan. Es gibt kein Wir. Ja, schon kapiert. Ich muss viel wieder gut machen. Peter. Aber wenn wir das durchziehen... Ich bin tot, Peter. Ja, aber... Doch nicht tot. Oder? Aber ich höre doch deine Stimme. Nein, du hast mich hergebracht. Ich sehe dich doch gerade. Du siehst einen Geist. Ein Teil von mir ist in dem Seelenstein. Aber nicht auf reale Weise. Wir kriegen das hin. Vielleicht finden wir einen Weg, dich... Du musst dich jetzt auf sie konzentrieren. Hilf ihr zu akzeptieren, dass ich nicht wiederkomme. Du hättest es mir sagen sollen. Was denn? Das mit Nikki. Naja, du und ich vor 12 Jahren. Oh, Peter. Ich kann doch rechnen. Ihr Versprechen ist nicht real. Ja, ich weiß, aber der Teil schon. Auf dem Merkur, du und ich. Die Nacht vergesse ich nie. Ich auch nicht.
Aber sie ist nicht deine Tochter. Und meine Tochter auch nicht. Das verstehe ich nicht. Sie ist eine Kriegsweise. Auf dem Heimweg ließ der Kree-Rat alle zusammentreiben, die nicht reinblütig genug waren. Niki war so zart und zerbrechlich. Ich konnte sie nicht sterben lassen. Dann bin ich nicht Vater. Nein. Jedenfalls nicht ihrer. Wow. Okay. Aber sie braucht dich trotzdem. Sie muss mich loslassen. Ich hab's versucht, sie hört nicht. Das muss sie aber. Der Geburtstag, die Geschenke, was immer es ist, was sie an irgendeine falsche Version von mir bindet, von uns. Zerstör die Illusion und mach, dass sie zuhört. Du weißt, dass ich nicht gut darin bin, doch, so... bist du. Oder sagen wir, du musst. Ich weiß. Wo ist Mom? Das war sie doch, oder? Sie kommt nicht. Natürlich kommt sie. Das war bestimmt nur Carlos, um zu sagen, dass sie sich verspätet. Das heißt, ich habe noch Zeit, das mit der Musik zu regeln. Zerstör die Lüge. Sie wird kommen. Hey, was ist bloß los mit dir? Es tut mir leid, Niki. Nein! Ich krieg das hin. Hör auf! Du ruinierst alles! Mom wird trotzdem kommen. Es ist nicht real, Niki. Nichts hiervon ist real. Ich hasse dich! Du bist nicht mein Dad! Du bist nicht... Ja, Kleines. Ich weiß. Du hast es versaut, so wie du alles versaust. Mom sollte reinkommen und... Alles, was ich will, ist sie zu sehen. Was immer durch diese Tür kommt, ist nicht deine Mom. Das weißt du nicht. Ich weiß eine ganze Menge nicht. Wie man nicht in jedes Fettnäpfchen tritt. Wie man nicht verhaftet wird. Wie man eine 12-Jährige tröstet, deren vollberechtigte Trauer die Galaxie vernichten kann. Aber das... Das Versprechen, Niki. Einen Betrug kann ich meilenweit riechen. Hierbei geht's nicht um dich. Warum bist du überhaupt hier? Wie du. Ich weiß noch genau, wie ich mich gefühlt habe. Mir ist egal, wie du dich gefühlt hast. Wow. Das war brutal ehrlich. Ich kenne dein Versprechen. Ich kenne Hunderttausende von Versprechen, aber keins davon hilft mir. Ich weiß. Ich weiß. Du sollst nur wissen, dass ich das Gleiche durchgemacht habe, was du gerade durchlebst. Yay. Ich brauche sie zurück. Mir egal, ob es nicht real ist. Es muss so werden, wie es früher war. Auch wenn ich dafür diesen dämlichen Kuchen bis ans Ende aller Tage backe. Schon zu hoffen, dass sie wiederkommt, ist besser, als sich damit abzufinden, dass sie es nicht tut und es... dass alles meine Schuld ist. Hätte ich sie doch bloß nicht abgelenkt. Wäre ich schneller gewesen. Du bist nicht der Grund dafür, dass sie nicht mehr da ist. Gib dir nicht die Schuld. Wieso nicht? Wenn es doch wahr ist, wenn ich nur... Es ist nicht wahr. Du hast das Ding weder gemacht, noch freigesetzt. Deine Mom war nicht deinetwegen da, wo sie war.
So einige haben Mist gebaut, aber dich trifft nun wirklich keine Schuld. Das könnte sie sein. Ich höre gar nichts. Echt nicht? Was denn? Das Klopfen. Da ist ganz klar irgendjemand an der Tür. Oder irgendwas. Okay. Ich weiß, sie kann's nicht sein. Außer ich glaube daran, dass sie es ist. Also, solange ich fest daran glaube... Nikki, nicht! Glaube mit mir. Zerstör die Illusion und mach, dass sie zuhört. Du weißt, dass ich nicht gut darin bin, so... Doch, bist du. Oder sagen wir, du musst. Ich weiß. Wo ist Mom? Das war sie doch, oder? Sie kommt nicht. Natürlich kommt sie. Das war bestimmt nur Carlos, um zu sagen, dass sie sich verspätet. Das heißt, ich habe noch Zeit, das mit der Musik zu regeln. Zerstör die Lüge. Zerstör das falsche Versprechen. Hey, was ist bloß los mit dir? Es tut mir leid, Nikki. Nein! Okay, alles gut. Hör auf! Hör auf! Hör auf! Du ruinierst alles! Sie muss kommen. Nicht viel Zeit. Wir müssen alles vorbereiten. Mom kommt gleich heim. Komm, steh auf. Nikki, wo... Was zum... Ich krieg das hin. Kannst du die Geburtstagssachen nochmal durchgehen? Bitte hör mir einfach zu, Nikki. Können wir nach Moms Geburtstag darüber reden? Deine Mom kommt nicht. Nichts hiervon ist real. Soll das ein Witz sein? Sie ist jeden Moment hier. Nein, Kleines. Wird sie nicht. Jetzt hör sofort auf, es kaputt zu machen. Hey, was ist bloß los mit dir? Es tut mir leid, Nikki. Nein! Mom wird trotzdem kommen. Hör auf! Du ruinierst alles! Okay, alles gut. Es ist nicht real, Nikki. Nichts hiervon ist real. Ich hasse dich! Du bist nicht mein Dad! Du bist nicht... Ja, Kleines. Ich weiß. Du hast es versaut, so wie du alles versaust. Mom sollte reinkommen und... Alles, was ich will, ist, sie zu sehen. Was immer das Mädchen tritt, voll das Versprechen, Nikki. Hierbei geht's nicht um dich. Warum bist du überhaupt hier? Ich weiß, wie du dich fühlst. Du bist wütend und verletzt. Du weißt überhaupt nichts. Also natürlich jetzt nicht ganz genau, wie... Ich meinte nur, dass... Interessiert mich einen feuchten Dreck, was du gemeint hast. Und genauso wenig will ich mit dir zu tun haben. Okay. Ich brauche sie zurück. Mir egal, ob es nicht real ist. Auch wenn ich dafür sie muss dann werden, wie es früher das war. Alles hätte ich sie doch bloß nicht abgelenkt. Du bist nicht der Grund dafür, dass sie nicht mehr da ist. Gib dir nicht die Schuld. Ich höre gar nichts. Echt? Was? Das... Okay. Zerstör
Zerstör die Illusion und mach, dass sie zuhört. Du weißt, dass ich nicht gut darin bin, so... Doch, bist du. Oder sagen wir, du musst. Ich weiß. Mom, das war sie doch, oder? Sie kommt nicht. Natürlich kommt sie. Das war bestimmt nur Carlos, um zu sagen, dass sie sich verspätet. Das heißt, ich habe noch Zeit, das mit der Musik zu regeln. Zerstör die Lüge. Jetzt liegt es an dir, Peter. Sie wird kommen. Mom wird jetzt jeden Moment hier sein. Kannst du die Geburtstagssachen nochmal durchgehen? Nur damit alles perfekt ist. Zerstör die Lüge. Sie wird kommen. Zerstör das falsche Versprechen. Sie muss dir zuhören. Bitte hör mir einfach zu, Nikki. Können wir nach Moms Geburtstag darüber reden? Deine Mom kommt nicht. Nichts hiervon ist real. Soll das ein Witz sein? Sie ist jeden Moment hier. Nein, Kleines. Wird sie nicht. Jetzt hör sofort auf, es kaputt zu machen. Nikki, bitte. Nein, ich will's nicht hören. Hör mir zu, Nikki. Lass mich in Ruhe. Zerstör die Lüge. Was ist bloß los mit dir? Es tut mir leid, Nikki. Nein! Sie muss kommen. Ist nicht real, Nikki. Nichts hiervon ist real. Ich hasse dich. Du bist nicht mein Dad. Du bist nicht... Ja, Kleines. Ich weiß. Du hast es versaut, so wie du alles versaust. Mom sollte reinkommen und alles, was ich will. Was immer durch die... Das weißt du nicht. Ich weiß nichts. Bitte trauer die Galaxie. Das Versprechen. Hierbei geht's nicht um dich. Du hast recht. Ich werde nicht so tun, als wüsste ich, was du durchmachst oder fühlst. Es ist, als ob ich mich gleichzeitig leer und schwer fühle, wenn ich mich konzentriere. Wird das dann jetzt immer so sein? Ich weiß nicht. Das ist bei jedem anders. Aber deine Mom war einzigartig. Sie hat dich wirklich, wirklich geliebt. Ich brauche sie zurück. Mir egal, ob es nicht real ist. Auch wenn ich das muss, bis ans Ende früher zu hoffen, dass alles meine Schuld... Hätte ich sie doch bloß nicht abgelenkt. Du bist nicht der Grund dafür, dass sie nicht mehr da ist. Wieso nicht? Gib dir nicht die Schuld. Wenn es doch wahr ist, wenn ich nur... Es... Mom war nicht deinetwegen da, aber dich trifft nun... Das könnte sie... Ich höre gar nichts. Echt nicht? Was denn? Das Klopfen. Oder irgend... Also ich... Aber... Was machst du da? So ein Erdending.
habe ich von meiner Mom. Du entzündest ein kleines Licht zum Gedenken an jemanden. Das ist jetzt keine Magie oder sowas. Es bringt niemanden zurück, aber es ist eine Geste. Wenn nicht mehr. Ich muss auch nicht so richtig wütend. Hey. Was immer passiert. Du bist nicht allein. Okay? Aber da ist etwas, das ich allein tun muss. Müssen wir aber, sonst war's das für Goldie. Schnappt euch Rakers Fanclub. Rocket, mach das! Sind diese Priester-Dinger überhaupt am Leben? Sie schöpfen Energie aus dem Lauf! Verderbtheit! Verhindern! Der Schamane taumelt! Eine Gelegenheit, deine Magie wird sie nicht retten, Hexer! Umso mehr Grund, ihn zuerst zu töten! Der schwebende Schamane sinkt in seine Herde! Jemand was von Montes gehört? Das geht dir gut! Du hast sie gut eingepackt! Das Mädchen ist sicher! Mann, machen wir dir nicht eine Delle bei dem? Gut, bremse sie auf! Ist Nikki wirklich in Sicherheit? Groot, alle Mann am Deck! Seelen saugen! Schluss damit! Der Quadratschemel guckt seine Kuppel auf! Wir sollten die Verbindung irgendwie durchbrechen! Das macht er sich, dass seine Kumpel heilt. Es wird Zeit, dass jemand eine Klinge spürt. Seht doch, der Zauberer heilt sich seinen. Gib ihm ins Visier. Meine enorme Stärke wird zu wenig eingesetzt. Er verstärkt seinen Strom. Der Geistliche muss schnellstens ausgeschaltet werden. Sie dürfen dich nicht töten. Wirf's auf sie, Großer. Achtung! Er heilt seine Kumpel! Dann sollte er der Erste sein, der stirbt! Genug damit! Jetzt werdet ihr... Prima Ansprache! Hustet ihn weg!
Mein Glaube beschützt! Lasst meinen Glauben auf euch herabfallen! Durchlass, Rocket! Ich bin groß! Danke, Kumpel! Du wirst! Nicky? Wir haben uns Sorgen gemacht! Ich bin zäh!